dass ich hier heute meinen ersten Spatenstich in meiner Amtszeit machen darf. Und das war ein Projekt, was ich auch hervorragend finde, nämlich die Erweiterung des Kindergarten Röttenaus. Hallo, da kommt auch der sein. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen, als da hieß, wir bauen eine vierte Gruppe aus. Und dann gedacht, aber diese vierte Gruppe, das fehlt ja schon jetzt auch fast knapp 4 Jahre. Das heißt, an Sie vielen Dank. Sie haben es geschafft, 4 Jahre lang viele Kinder in einem viel kleinen Gebäude schaffen. Und die Erweiterung bauen folgendermaßen so aussieht, dass wir die Minis und die Maxis, also die Kindergartenkinder, die als nächstes in die Schule kommen und als übernächstes in die Grundschule ausgegliedert haben und ein Teil der Kinder hier bleiben wird. Neben mir darf ich begrüßen den Herrn Zimmer, von dem Architekt, der das Ganze hier geplant hat und wo ich mich auch freue, weil ich immer höre, es ist eine gute Zusammenarbeit. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal als Stadt das Vergnügen, mit Ihnen was zu machen, was sehr schön geworden ist. Und so, dass ich denke, dass diese, ich weiß, dass es 700.000 Euro Zuschuss vom Land geben soll und das Volumen insgesamt, jetzt muss ich doch auf meinen Spickzettel tippen. Wie viele Millionen Euro geben wir aus? 3,35. Wie viel? 3,5, ne? Genau. 3,5, um dann praktisch aber auch so grundsätzlich auch den gebauten Raum praktisch zu verdoppeln. Bevor ich Ihnen jetzt alle anderen beiden Daten wegnehme, freue ich mich, dass der Vorsitzende des Bauausschusses auch da ist, dem ich dann gerne das Wort erteile. Und hätte jetzt, wir haben uns vorhin nicht abgesprochen, vielleicht möchte der Herr Zimmer und dann eben das Bauamt auch noch was sagen. Wäre die Reihenfolge okay? Ja. Liebe Frau Eckes, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sind. Der Ortsvorsteher ist gerade auch noch eingetroffen und heute nun den Spatenstich vollziehen können. Neben den vielen Mitarbeitern aus Verwaltung, aber auch aus dem Kindergarten haben wir schon das Architekturbüro Zimmer da. Auch die Fachplanung ist schon da. Man sieht also, das Projekt kann starten. Und wir haben auch politisch dafür natürlich in der Vergangenheit, auch noch vor der Zeit von Frau Eckes, dafür sehr geworben, dass es weitergeht in Rödenau. Und wir hatten eben die Situation, dass wir uns hier in verschiedensten Konstellationen mit verschiedensten Fraktionen auch, da darf ich auch mal überparteilich sprechen, die Situation angeschaut hatten und einfach auch festgestellt haben, dass wir hier Handlungsbedarf hatten. Das ging los mit damit, dass der Sportraum, glaube ich, als Gruppenraum genutzt wurde. Und entsprechend muss das Ganze eben an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Und ich denke, das ist ein gutes Signal für Rödenau selbst, für den Standort, wo wir natürlich auch die Anschlussfähigkeit an die Schule dann im Nachgang haben, dass es jetzt hier losgeht. Ich habe da sehr großes Vertrauen als Bauausschussvorsitzender, dass das Bauamt mit den entsprechenden Planern hier was Gutes auf den Weg bringen wird. Geld haben wir dazu bereitgestellt und ich wünsche dem gesamten Vorhaben viel Erfolg zugunsten und zum Wohle der Kinder hier in Rödenau und bedanke mich bei allen Beteiligten bereits jetzt schon mal und wünsche auch schon mal für die Bauphase ganz viel Kraft, dass es nicht zu zehrend wird. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung, man kann sich dann auch freuen auf das, was kommt und das sollte es dann wert sein. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Eckes, sehr geehrte Vertreter der städtischen Gremien, liebe Verwaltung, wir arbeiten ja schon ein bisschen zusammen, kennen uns da ja schon ein bisschen. Liebes Kita-Team, ich freue mich, dass wir jetzt hier uns zusammengefunden haben, um den Spatenstich zusammen zu feiern für den Neu- oder Umbau der Umbau und Erweiterung der Kita in Rödenau. Es ist immer wichtig, dass es einmal losgeht, dass wir dann Start kriegen. Und wir wollen halt hier einen Ort schaffen für die Kinder. Nicht nur ein neues Gebäude, sondern einen Raum voller Leben und Lernen, sodass wir hier den Kindern auch unvergessliche Erlebnisse in den ersten Tagen dann natürlich mit ihrer Unterstützung bieten können. Das Gebäude soll flexibel sein, soll Ruhezonen schaffen, Aktionszonen bieten und quasi einen Ort der Geborgenheit auch bieten und auch des Lernens und des sich Entwickelns. Für die Kleinen ist es ja dann quasi der erste Schritt nach draußen. Für Erzieherteam ist es tägliche Arbeit, aber
denke, wir machen das dann wunderbar in den neuen Räumen. Ja, ich kann vielleicht noch mal so ein paar Eckdaten zum Gebäude sagen. Wir haben ja hier die bestehende Kita, die durch die Nutzung des Bewegungsraums als Gruppenraums ja gerade keinen Bewegungsraum mehr hatte und dadurch schon überbelegt war. Und wir schaffen jetzt quasi verdoppeln die Fläche, Grundfläche des Gebäudes und schaffen dann vier Regelgruppen und eine Krippengruppe, sodass wir dann auch wirklich 125 Kinder, nee, 112 Kinder quasi unterbringen können hier in dem Gebäude. Ja, den Invest hatte Frau Eckes schon gesagt. Ungefähr 3,5 Millionen Euro werden hier in die Hand genommen. Dafür bekommen wir dann aber auch ein Gebäude, was technisch erstmal auf dem neuesten Stand ist. Also die gesamte Elektroanlage, die Heizverteiltechnik und das alles, das bauen wir alles so aus, dass wir auch den jetzt noch vorhandenen und noch gut funktionierenden Gaskessel irgendwann tauschen können gegen ein regeneratives Energiesystem. Das bereiten wir also alles so vor, dass das nur noch dann ein Kesseltausch ist und das funktionieren kann, sodass in Zukunft hier dann auch mit Unterstützung von Photovoltaik und regenerativen Energien sehr zukunftsorientiert und regenerativ das Gebäude betrieben werden kann. Diese Tür ist hier vorne, diese Tür, das ist jetzt noch dieser jetzige Tonraum, der wird vergrößert und hier kommen diesen neuen Bereich des Kinderfragestellers hin mit Materialräumen, mit Schlafräumen, wie man das heute vorfindet. Wir werden einen Raum umwandeln als Stiefeldusche bzw. als Schleuse, wo ich die Kinder draußen reingehen kann. Das Gebäude wird später auch schuhfrei sein, also wie heißt das? Straßenschuhfrei? Ja. Straßenschuhfrei sein. Und wenn dieser Bereich hier fertig ist, dann werden wir hier vorne bis an den Parkplatz reinbauen. Das heißt, der Parkplatz muss verschwinden, der wird verschwinden, weil hier vorne haben wir dann Personalräume, dringend notwendige Toiletten. Wir haben jetzt ein Personalklo für alle und es gibt auch männliche Erzieher und die müssen alle dann da drauf. Entspannen wir hier vorne mit einem Besucher-WC und auch eine Räumlichkeit, wo man mal Elterngespräche führen kann. Und nicht immer in den Personalraum, wo das Personal die Brotdose stehen hat, sondern es gibt hier einen schönen Bereich hier vorne. Wir schaffen einen schönen, großzügigen Aufenthaltsbereich. Hier vorne einen schönen, großzügigen Flur. Und vor allen Dingen liegen wir mal hier an den jetzigen Gruppenraum 1 noch einen Gruppenraum hier vorne dran, der sich hier vorne, also in einem anderen Gebäudebereich, bis in den Garten ausspricht. Vielleicht das Kindergartenteam schon nach vorne, Frau Eckes nach vorne, das Zimmer. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist. Wir werden davon angesprochen. Ich fände es gut, die Schaufeln einmal drehen, also die nach oben. Also dass die Schaufel, die eigentlich so. Genau so. Das ist so, dann alle mal gucken bitte.